Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge hatten wir ja eine Dungeon-Folge mal wieder. Da waren wir hier unten in der Zahnbrecherinne und wir haben die verräterische Allianz zerschlagen. Dort war ja ein Goblin-Stamm ansässig, der wohl einen Pakt mit dem Schleiererbe eingegangen ist. Allerdings nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Unwissenheit. Hallo. Und weil die Goblins sich gedacht haben, dass sie dadurch echte Vorteile erlangen können, aber... Das konnten wir zum Glück alles unterbinden und der Goblin-Stamm wird jetzt ja hoffentlich umgesiedelt. Also ich hoffe, dass die guten Altmer sich an ihre Abmachung gehalten haben und die jetzt nicht alle dort umgebracht haben. Aber ich denke schon, dass sie sich dran halten. Oh, da sitzt jemand. Ah, das ist auch eine Quest. Ich bin nämlich hier schon mal wieder nach Himmelswacht gereist, zu diesem Teleportationspunkt. Und eigentlich wollte ich ja hier oben die Hauptquestreihe heute weitermachen. Aber ich sehe gerade, hier ist noch ein Punkt. Ätzt du ihn? Dann machen wir vielleicht lieber das heute. Wenn der nette Questgeber da schon vor uns sitzt. Hallo? Oh, einen schönen Tag. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr mit den Vorräten für Telengir hier seid. Sagt ihm bitte nicht, dass ich mich bei der Arbeit hingesetzt habe. Telengir? Bei den Sternen, ja, der Ausgrabungsleiter. Schaut, er ist gleich hier den Weg hoch. Verratet ihm aber bloß nichts von mir. Ich werde ihm nichts verraten, vielen Dank. Okay, der macht hier wohl ein Päuschen. Das scheint einer von Telengers Studenten zu sein. Ich sehe gerade, hier kann man auch noch etwas erkunden. Die Liebende. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, welche Attribute man da erhält. Ah, das können wir uns ja gleich mal anschauen. Die Liebende entdeckt. Diejenigen, die unter dem Sternbild der Liebenden stehen, erhalten den folgenden Segen. Erhöht die Magieresistenz. Das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich nehme das erstmal, das kann man ja auch dann immer wieder überschreiben. Das müsste jetzt auch irgendwo hier dabei stehen. Ja, hier unten. Segen, die Liebende. Aktive Effekte. Okay. Dann gehen wir jetzt aber mal nach Ezduin und schauen. Oh. Das ist so ein... Oh, ich habe gar nicht meinen Bunny draußen. Ein Mini-Anker nenne ich sie immer ganz gerne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das fängt ja hier wieder super an. Die sind etwas stärker hier, die Gegner. Das sind Anhänger von Molagbal. Ihr kennt ja die großen Anker. Und da gibt es eben auch hier in der Pampa, sage ich mal, immer wieder so kleine Mini-Anker. Da sind dann nicht ganz so viele Gegner. Aber eben, wie ihr sehen könnt, auch Elite. Oh, da ist ein anderer Spieler. Lass mich in Ruhe. Und diese kleinen Anker muss man natürlich dann auch schließen. Seht ihr hier oben? In der Luft. Dieses lilane Leuchten, das ist der kleine Anker. Puh, oh, vielen Dank. Ja, ich merke, ich bin noch nicht wieder ganz fit, aber hat ja dennoch geklappt. Okay, wunderbar. Da freue ich mich, dass wir den noch gefunden haben. Nach Ezduin wollten wir. Und da ist Ahorn. Das nehme ich mal mit. Aber ich bin sehr froh, dass der andere Spieler noch gekommen ist. Sonst hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Ich merke, ich bin noch nicht wieder ganz auf der Höhe. Falls ihr meine anderen Rollenspiele auch anseht auf meinem Kanal, habt ihr es ja mitbekommen. Ich war eine Woche jetzt richtig krank gewesen. Ich habe wirklich nur im Bett gelegen, teilweise mit sehr hohem Fieber. Deswegen kamen da auch fast eine Woche keine Videos. Okay, das scheint hier das Forscherlager zu sein. Du ihn entdeckt. Und das hier ist Telengir, oder? Ja. Und wir sind Stufe 13. Wunderbar, da freue ich mich. Da lege ich einen Punkt natürlich auf Magiker. Und haben wir hier mittlerweile mal was Neues dazu bekommen, was auch irgendwie sinnvoll wäre. Mhm. Das hört sich nicht schlecht an.
Heilt euch für 4% eures maximalen Lebens, wenn ihr einen Feind mit einer Fähigkeit der dunklen Magie trefft. Ich habe ja hier Kristallfragment und das benutze ich auch sehr häufig, den Skill. Nehmen wir mal Blutmagie. Okay, das war's schon. Ich hatte ja nur einen. Ah, endlich. Ihr müsst mir meine Vorräte mitgebracht haben. Legt die Tinte und die zerbrechlichen Gegenstände einfach hier ins Zelt. Ihr könnt die größeren Waren mit meinen Assistenten abladen. Es tut mir leid, aber ich habe keine Vorräte für euch. Was macht ihr hier? Wirklich? Das ist das letzte Mal, dass ich diesem Boss mir irgendetwas anvertraue. Das passt aber ins Bild. Edstuin war nur eine Katastrophe nach der anderen. Erst die Geister, jetzt die Vorräte und zu guter Letzt werden auch noch meine beste Gelehrte und ihre Mannschaft vermisst. Es werden Leute vermisst? Bei den Sternen, ja. Andeven und ihre Mannschaft sind irgendwo in den Ruinen und suchen nach dem Malarimora. Sie müssten längst zurück sein. Wenn ihr nicht mit Vorräten hier seid, könnt ihr vielleicht nach ihnen suchen gehen? In Ordnung. Was glaubt ihr, ist mit ihnen? Im besten Falle haben sie Mora gefunden. Ich möchte nicht über den schlimmsten Fall nachdenken. Zu viele Ungewissheiten. Wer wart ihr noch gleich? Was für eine absonderliche Frage. Aber wenn ihr darauf besteht, ich bin Telenger, der Artefaktor, ein bekannter Denker, Schriftsteller und Entdecker. Edstuin ist mein jüngstes Unterfangen. Ich werde der Magiergilde noch mehr Ruhm und Ehre bescheren. Ja, der gute Telenger ist ja sehr, sehr bekannt hier in Tamriel und strotzt auch nur so vor Selbstbewusstsein. Warum seid ihr hier? Ich bin auf der Suche nach dem Malarimora. Ich werde es dem Rat überreichen und den gerechten Lohn dafür ernten. Ist das das Artefakt, das ihr erwähnt hattet? Gut aufgepasst, ja. Das Malarimora ist ein uraltes Relikt, ein Talisman. Seine Macht hat jedem hier das Leben genommen. Es hat ihre unsterblichen Seelen verflucht. Und seitdem sind die Geister hier? Nein, sie waren noch nicht hier, als wir ankamen. Es ist zwar nur Spekulation, aber ich gehe davon aus, dass jemand das Mora wiederentdeckt hat. Die Störung des Talismans hat auch die Ruhe der hier gebundenen Toten gestört. Wer ist Andeven? Sie war eine meiner besten Schülerinnen, höchst talentiert. Sie ist inzwischen ein hochrangiges Mitglied der Magiergilde, die Meisterin der Incunabula. Sie steht dem Arcaneum in Himmelswacht vor. Was macht sie hier draußen? Sie unterstützt mich natürlich. Andeven ist eine echte Wissenssucherin. Ihre Bücher mögen ihr am Herzen liegen. Aber die Feldforschung war ihre erste große Liebe. Was war das eben für ein Wort? Incunabula? Incunabula. Sie leitet den Zweig für Forschung und Ausbildung. Ein sehr begehrtes Amt. Eines, das die meisten meiner Schüler anstreben, aber nur die wenigsten je erreichen. Ist außer Andevens Mannschaft noch jemand hier draußen? Ja, jetzt, wo ihr es erwähnt. Sirinke, eine meiner Schülerinnen, hat etwas über das Befreien der Geister gesagt. Sie denkt in keiner Weise so analytisch wie Andeven. Ich denke, sie ist unten in unserem Feldlager. Ich bin sicher, es geht ihr gut. Okay. Ehre und Lob für euch. Es war immer mein Traum, mit Telenger zu arbeiten. Er ist wirklich brillant und gut aussehend. Schade, dass Edstuin so eine Enttäuschung war. Ja, Telenger hat ja immer so das Talent, sage ich mal, jede Menge Fans um sich zu scharren, die ja meistens dann auch seine Studenten sind. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Es ist eine Schande. Edstuin war einst eine prächtige Eileidenstadt. Ein Zeugnis für die Größe der Ahnen. Händler und Reisende strömten in Scharen durch Edstuin. Bis ganz zum Schluss. Ein Meer namens Esanion Dure hat diesen Ort für sein letztes Gefecht gewählt. Er sprach zu den Göttern und schließlich begann er irgendwann zu behaupten, sie würden ihm antworten. Er hielt geheime Predigten und sein Kult kam im Herzen von Edstuin zusammen. Was ist geschehen? Dure begann zu behaupten, Magnus selbst fordere das Blut eines der Adligen aus Himmelswacht. Er sandte seine Kultisten als nächtliche Meuchler aus.
Ein ganzes Herrenhaus voller Angehöriger des Königshauses wurde abgeschlachtet. Oje. Ich schätze, das hat für etwas Aufmerksamkeit gesorgt. Wenn ihr das sagt, die Morde haben die Wache von Himmelswacht nach Etzduin geführt. Der Kult konnte ihnen Einhalt gebieten, wenn auch nur unter größten Anstrengungen. Verzweifelt setzte Isanion ein magisches Relikt ein, das man das Malarimora nennt. Das hat jede lebende Seele hier getötet und sie für immer an diesen Ort gebunden. Lebt wohl. Okay, da wissen wir jetzt schon etwas hier über den Ort Bescheid. Kann man sich hier noch mit den anderen Leuten unterhalten? Pilinger ist erstaunlich, nicht wahr? Ich würde alles tun, um seine Empfehlung zu bekommen. Was geht hier vor sich? Darüber haben nur die Sterne Gewissheit. Die Ausgrabung lief recht zufriedenstellend, bis die Geister aufgetaucht sind. Dann waren die Geister also noch nicht da, als ihr hier angekommen seid? Oh nein. Ich kann nur davon ausgehen, dass wir sie durch unser Herumstöbern geweckt haben. Sie versuchen bestimmt, das Malarimora zu beschützen. Was ist das Malarimora? Ich bin mir nicht sicher. Gewiss irgendeine Art Artefakt. Der fanatische Anführer eines Kults hat es verwendet, um sich das Leben zu nehmen. Und das Leben dutzender anderer. Die Geister, mit denen wir uns heute plagen, sind zweifelsohne ihre. Eine dramatische Geschichte. Tilingas Empfehlung hat in der Gilde viel Gewicht. Ich hoffe, dass ich sie mir eines Tages verdienen kann. Seid ihr ein Mitglied der Magiergilde? Ja, und stolz darauf. Ich bin aber nur eine Schülerin. Nicht, dass das weiter wichtig wäre. Sobald ich die Gunst des Artefaktors gewonnen habe, stecke ich mir höhere Ziele, wie etwa Meisterzauberin zu werden. Hat Tilingas Wort bei der Gilde wirklich so viel Gewicht? Selbstverständlich. Er hat einer Base von mir eine Empfehlung ausgesprochen, als sie der Gilde gerade erst beigetreten war. Und jetzt ist sie eine Zaubermeisterin. Und sie wird zu einer Meisterin der Incunabula ausgebildet, genau wie Andeven. Ich habe sogar gehört, dass Erzmagistra Astrinke früher einmal seine Assistentin war. Jeder hier möchte nur Telenger beeindrucken. Das ist das Einzige, was Ijuki Tag ein Tag aus hört. Ihr seid nicht hier, um Telenger zu beeindrucken? Nein, diese ist zum Lernen hier. Die anderen wollen nur im Rang aufsteigen. Ijuki sucht nach wahrem Wissen. Der Artefaktor hat diese wegen ihrer Fähigkeiten als Schülerin angenommen. Und nicht wegen irgendeines verschwurbelten Empfehlungsschreibens. Sie ist mir sympathisch. Ihr denkt, die anderen hätten gelogen, um an dieser Expedition teilnehmen zu können? Telenger ist brillant, aber naiv. Sein Wissen über Archäologie ist enorm. Doch sein Wissen darüber, was Leute so alles zu ihrem Verhalten antreibt, weist große Lücken auf. Das sehe ich genauso. Okay, hier drüben ist noch jemand. Ich habe gehört, dass es gefährlich sei, für Telenger als Assistent zu arbeiten. Aber das... Was für Gefahren? Telengers Assistenten stehen in einem gewissen Ruf. Sie erleiden Unfälle, wisst ihr? Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich daran kein Interesse habe, aber sie haben darauf bestanden. Schwachköpfe. Ich bin sehr wohl in der Lage, mir meinen Aufstieg durch die Ränge der Magiergilde allein durch meinen Können zu verdienen. Unfälle? Nun, keiner möchte den Artefaktor enttäuschen, aber oft kommen Lehrlinge auf den Schwingen von Empfehlungen in Telengers Obhut, die sie nicht verdient haben. Wenn er um ihr wahres Können wüsste, würde er einsehen, wie inkompetent sie eigentlich sind. Was ist mit euch? Ich? Ich bin schon so zu einigem fähig. Ich bin nur nicht dumm genug, mein Leben für ein paar Holzköpfe aufs Spiel zu setzen. Heieiei. Das ist ja ein Haufen hier. Aber die Kachit war mir doch sehr, sehr sympathisch. Drüben. Oh, und da unten sieht man auch schon die Geister. Da werden wir gleich mal runterwandern. Ich hoffe, dass Telenger mich eines Tages genau wie Andeven betrachten wird. Ich möchte mich beweisen. Ich will einfach nicht wie Urikanta enden. Entschuldigung, was ist mit Urikanta geschehen? Ich weiß nicht so recht, wie ich es sagen soll. Urikanta stand Andeven nahe.
Und für Telinger war er wie ein Sohn. Dann haben sich die Dinge geändert. Er wurde verstoßen. Jetzt darf Urikanta nicht einmal mehr eine Gildenhalle betreten, glaube ich. Oh, das ist in der Tat sehr interessant. Vielen Dank. Ich denke, da wird noch einiges folgen. So, gerade mal die Quest in die Leiste machen. Findet Andeven. Da unten. Und da sind auch noch Bücher, sehe ich gerade. Ist das klug, da runter zu springen? Nicht, dass ich dann mitten in den Gespenstern lande. Oder ist auch noch eine andere Quest? Moment. Da drüben. Das Magikergitter kann vernichtet werden. Aber das grundlegende Problem bleibt bestehen. Schöner Tag. Wie steht es mit den Übersetzungen? Wartet, ihr gehört nicht zu Telengas Studenten? Nein, aber guten Tag. Ja, das ist in der Tat ein guter Tag. Ich untersuche die Geister, die diese Ruinen heimsuchen. Ich glaube, sie können erlöst und ihrer letzten Bestimmung zugeführt werden. Vielleicht seid ihr bereit, bei einem Experiment zu helfen. Vielleicht. Was muss ich tun? Nehmt diesen Kristall. Ich habe Mikrorunen in seine Oberfläche graviert. Schwächt die Verbindung eines Geists zur stofflichen Welt und bündelt dann euren Willen. Das sollte das Band des Geists an Nirn kappen. So wird ihm erlaubt, nach Aetherius überzutreten. Ich werde es versuchen. Meine Talente liegen nicht bei der Anwendung brutaler Zauberkraft. Sonst wäre ich an eurer Seite. Feldexperimente sind so faszinierend. Was war das eben über Mikrorunen und das Bündeln meines Willens? Bei der Magie stecken die Teufel oft im Detail. Diese Geister sollten nicht hier sein. Ihre Präsenz ist von Natur aus eher anfällig. Durch gewisse Manipulationen des Magikerfeldes um euch herum kann euer Wille die Wucht eines Kriegshammers entfalten. Okay, dann werden wir das mal versuchen. Da müsste ich jetzt eigentlich meinen Bunny wegpacken. Weil wenn ich die nur schwächen soll, wäre es blöd, wenn die dann sterben. 10 Stück? Wow, okay, 10 Geister. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ich würde nur gerne noch zu Andeven gehen. Aber das liegt hier direkt auf dem Weg. Versuchen wir das mal. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt ohne meinen Bunny hin. So, der ist jetzt ja eigentlich geschwächt. Geht das schon? Ich bin nicht nah genug dran wahrscheinlich, oder? Na? Warum klappt das jetzt nicht? Der bringt mich gleich um. Habe ich was falsch gemacht? Okay, ich bringe den mal um. Ah, jetzt. Okay, der war noch nicht schwach genug. Alles klar, dann kann man... Ihr habt meinen Fluch aufgehoben. Ich kann jetzt meinen Frieden finden. Okay, das freut mich. Dann kann man die wohl nicht umbringen. Dann werde ich doch wieder meinen Bunny zu Hilfe holen. Da drüben ist Andeven, dann laufen wir vielleicht noch zu ihr. Oh, das sieht ja hier spannend aus, was da wohl passiert ist. Meine Tante wird so enttäuscht sein, wenn sie die Nachricht erhält. Welche Nachricht? Ihr seid nicht tot. Damit seid ihr meine neue Freundin. Telinger schickt mich. Den Sternen sei Dank für diesen alten Mann. Kanye ist verletzt und einige Leute aus meiner Mannschaft wurden verschleppt. Wir müssen sie zurück zum Lager bringen. Jetzt, da ihr hier seid, können wir versuchen, von hier zu verschwinden. Wer hat eure Leute verschleppt? Einige der Geister sind aufgetaucht, haben meine Forscher gepackt und sind dann verschwunden. Wir müssen in den Unterbau gelangen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollten. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Vielleicht. Wir waren hier draußen auf der Suche nach Runen. Zusammen ergeben diese Runen einen Schlüssel. Wir brauchen nur noch 2 weitere. Schaut euch um. Ich treffe euch am Eingang zum Unterbau von Ezduin. Ich werde sie besorgen und euch dort treffen. Okay. Hat der Gute noch was zu sagen? Nein, der ist beschäftigt. Und sie wohl auch. Jetzt haben wir ja richtig viele Quests hier in dem Gebiet. Oh, und da sehe ich auch, ist noch ein World Boss.
Da sind jetzt gleich zwei Geister. Okay, der ist jetzt geschwächt. Na? Okay, klappt. Der Fluch, er ist fort. Ich verdanke euch meine Freiheit. Kein Geschehen. Ist es wahr? Befreit vom Fluch des Malarimoras. Ja. Und da sind schon wieder zwei, aber das eben hat ja auch ganz gut geklappt. Ich möchte nur gerade mal schauen. Ich glaube, wir müssen eher hier hoch. Ja. Warum ist der jetzt gestorben? Ich dachte, die können nicht sterben. Bunny, geh mal zur Seite. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Hab Dank. Kein Geschehen. Ich frag mich, warum der hier gestorben ist. Das wollte ich ja so nicht. Na, der ist auch gestorben. Das scheint nicht immer so zu funktionieren. Ich glaube, manchmal bekommen die einfach zu viel Schaden. Hier hat es wieder funktioniert. Hoffe ich mal, dass mein Bunny den anderen in der Zeit nicht umbringt. Ich dachte, das sei mein Geisterdrab. Hab Dank, dass ihr mir meinen Frieden gegeben habt. Okay, hier ist die erste Truhe. Untersuchen. Rune des Magnus. Eine von zwei Runen gesammelt. Jetzt müssen wir hier einmal quer übers Beet. Wir brauchen ja ohnehin noch Geister. Ich wollte gerade sagen, der wird doch nicht auch noch sterben wollen. Bunny, lass den mal. Ist es wahr? Ihr habt den Fluch gebrochen. Ich danke euch, Tapfere. Gern geschehen. So, einmal quer rüber. Laufen wir mal diesen Weg, da sind deutlich weniger Geister. Da drüben, ich sehe es schon leuchten, da wo dieser orangene Kristall ist. Da muss man ja wirklich gut aufpassen, hier sind sehr, sehr viele Geister. Nicht zu viel Schaden machen. Bunny, lass ihn. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Vom Fluch befreit. Da sind wieder zwei. Oh, aber der eine ist liegen geblieben. Sehr schön. Was ist das? Der Fluch ist weg. Meine Freiheit ist zurückgekehrt. Der Fluch ist weg. Endlich habe ich meinen Frieden. Gerne, gerne. Die sind ja alle sehr, sehr dankbar hier. Okay, jetzt haben wir die beiden Runen gesammelt. Noch ein Geist fehlt mir. Und da vorne sehe ich auch das Buch liegen. Eine Last wurde von mir genommen und der Frieden wird mir gehören. Hab Dank. Sehr, sehr gerne. Ich muss mit euch reden, Reisende. Trifft mich beim Eingang des Gewölbes am Rand der Ruine. Okay. Das ist doch... Okay. Haben wir eben eine Erscheinung gehabt? Die Bücher lese ich euch ja in meinem Let's Read nach und nach vor. Hier müssen wir uns jetzt mit Andewen treffen und sprecht mit dem Geist vor dem alten Gewölbe. Ja, das ist der Geist, der uns eben erschienen ist. Zwei Quests haben wir jetzt hier abzugeben. Ich überlege nur gerade, ob wir das vielleicht nächste Folge machen sollten. Ich glaube, besser ist es. Wir müssen ja hier noch einmal komplett rüber. Da müssen wir uns bestimmt noch durch einige Geister kämpfen. Aber ich laufe schon mal in diese Richtung. Ah, da ist es schon. Okay. Dann kämpfe ich mich da noch vor.
Und dann werden wir dann in der nächsten Folge mit Andeven und dem mysteriösen Geist sprechen. Ich habe da ja so meine Vermutung, wer das ist. Schauen wir mal. Ja, die konnten wir jetzt leider nicht mehr retten. Wir haben diesen Kristall nicht mehr. Naja, da geht's auch runter. Okay. Ihr wartet Andeven auf uns. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!